Hallo zu einem neuen Video und vorneweg erstmal vielen Dank für all die lieben Kommentare unterm letzten Video und die vielen Daumen hoch, ist mir wirklich aufgefallen. Freut mich sehr, dass das Format gut bei euch ankommt. Wenn ihr das letzte Video verpasst haben solltet, wie wir unseren Vorgarten umgestalten wollen und das Material kommt dafür an, dann verlinke ich euch das Video, aber am Ende dieses Videos nochmal. Ihr müsst das jetzt also nicht suchen. Ach, ich muss euch mal ein kleines Hunde-Update geben an dieser Stelle, aus gegebenem Anlass. Und zwar mussten wir mit Bruno am Montag zum Tierarzt. Der hat nämlich wieder eine Ohrenentzündung. Und das ist beim Labrador echt immer so eine Never-Ending-Story. Irgendwie zweimal im Jahr bahnt sich bei Bruno so eine Ohrenentzündung an. Diesmal ist es dieses Ohr hier. Und man erkennt das immer daran, dass er sich dann viel kratzt an den Ohren und schüttelt. Und ich habe da mal den Finger reingesteckt und der war schwarz. Dann waren wir am Montag beim Tierarzt und der hat es bestätigt. Ja, eine fette Ohrenentzündung auf einer Seite und das andere Ohr ist leider auch schon leicht gerötet. Ja, mit Jimmy hatte ich das auch schon super oft, deswegen habe ich da immer ein Auge drauf. Und wir kriegen das in der Regel immer relativ schnell mit. Die Ärztin meinte, es könnte ein Labi-Problem sein, weil beim Labrador die Ohren ja immer hier drüber hängen und da keine Luft dran kommt. Sie meinte aber auch, es könnte, weil es so regelmäßig kommt und immer im Frühjahr und Herbst ist, auch eine Allergie sein, zum Beispiel gegen Gräser oder gegen Milben. Und da das bei uns wirklich so oft und regelmäßig vorkommt, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Und hat er jetzt in Erwägung gezogen, vielleicht so eine Blutuntersuchung machen zu lassen. Da kann man so eine Allergie nämlich feststellen. Frage an euch, hat das von euch schon mal jemand gemacht? Und wie sind eure Erfahrungen damit? Und ob es dann mit den Medikamenten, die man dann bekommt, wenn so etwas bestätigt wird, wirklich besser geworden ist? Lasst mich das gerne mal wissen, wenn ihr dazu schon Erfahrungen gesammelt habt. Ne, weil doll ist das nicht. Ich weiß gar nicht, die wievielte das bei ihm ist. Bestimmt die dritte, die wir jetzt zumindest beim Tierarzt behandeln müssen. Und er ist 3 Jahre alt. Ganz oft kriege ich es sehr frühzeitig mit, wenn da was sein sollte. Und mit Medikamenten können wir das dann meistens schon zu Hause beheben. Ja, diesmal habe ich es wahrscheinlich auch durch Baby so ein bisschen verpasst, beziehungsweise hat einfach keine Anzeichen gezeigt. Also weder schütteln noch Kopf schräg halten ist auch so ein Anzeichen, ne? Da warst du eigentlich diesmal ganz entspannt. Ach du Maus. Etwas, was wir dann auch noch gleich gemacht haben, was ich unbedingt machen wollte, ist, mal unser kleines Schätzchen hier auf die Waage zu stellen. Und ja, wir haben es schon geahnt. Man sieht es ihm, glaube ich, auch an. Ja, er hat ein bisschen zugelegt. Viele von euch, gerade auf Instagram, kriege ich ja immer ganz, ganz böse Nachrichten zum Teil, dass du für ein Dickerchen geworden bist. Ja, da muss ich aber sagen, wer immer Feuer schreit, dem glaubt man nicht. Denn ich bekomme, seitdem ich einen Labrador habe, wirklich ganz, ganz regelmäßig Nachrichten, dass ich einen zu dicken Hund habe. Sowohl schon bei Jimmy damals war das so. Und der, wenn ich mir das angucke, hätte wirklich noch 2, 3 Kilo mehr vertragen können. Und bei Bruno, selbst als der in Topform war, habe ich solche Kommentare bekommen. Das ist, glaube ich, geschuldet dem Fakt, dass der Labrador in der Showlinie generell stämmiger ist. Guck mal, wie süß das hier ist gerade. Denn ich glaube, viele wissen das nicht. Es gibt 2 verschiedene Arten von Labradoren, also 2 verschiedene Zuchtrichtungen. Und die eine ist die Showlinie, der gehört Bruno an. Die sind ein bisschen stämmiger und korpulenter an sich schon in ihrer Körperform. Und dann gibt es noch die Arbeitslinie, die auf jeden Fall etwas dünner ist. Deswegen könnt ihr die Figur eines Labradors nicht mit der eines anderen Labradors vergleichen. Und ich glaube, jeder, der einen Labrador der Showlinie hat, hat sich das mit Sicherheit schon mal anhören müssen, oder? Naja, was kam nun eigentlich raus? Wir haben Bruno dort also auf die Waage gestellt und ich hatte schon gebibbert, bitte nicht über 40, bitte nicht über 40 Kilo. Nee, es war nicht über 40 Kilo, aber es war halt auch leider nicht weit weg. Wir sind mit Bruno jetzt bei 39,8 Kilo. Man muss aber sagen, er ist für einen Labrador sehr, sehr groß. Hat auch die Tierärztin gesagt. Sie meinte aber, wir sollten schon mal 36, 37 Kilo anpeilen. Und ich runde mal auf, wenn er jetzt 40 Kilo wiegt, dann wären 4 Kilo weniger, wirklich auch 10%. Und das ist viel und da arbeiten wir jetzt auch dran. Ja, wie kam's? Ich habe in letzter Zeit auf jeden Fall keine Leckerli abgezogen bei ihm. Und ihr kennt ja unsere großen Rinderkopfhautstücken, die wir gerne geben. Ich denke mal, da habe ich zu wenig abgezogen von seiner normalen Tagesration. Und bei Bruno haben wir sonst das Futter immer mit einer Waage abgewogen. Und wir haben jetzt angefangen, weil wir dachten, das wird schon okay sein, so bei so einem Messbecher einen Strich zu machen und haben das Futter immer bis dahin aufgefüllt.
Aber so unsere Erkenntnis ist, ich glaube, bei einem Labrador muss man einfach wiegen, weil die paar Gramm mehr dann irgendwie doch immer sofort ansetzen. Das war bei Jimmy auch damals so gewesen. Meine Tierärztin meinte dann zu mir, ja, beim Labrador hilft er nur FDH, frisst die Hälfte. Und das mache ich mit Bruno auf keinen Fall, weil ich auch so ein bisschen Angst habe vor Mängeln. Deswegen habe ich dann nochmal mit ihr gesprochen und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich erstmal so um die 10% des Futters reduziere und Leckerli radikal abziehe. Sodass wir dann über einen längeren Zeitraum aber stetig so auf die 36 Kilo kommen. Ja, ich weiß, es ist super wichtig, das Thema anzugehen, denn wie bei Menschen kann auch beim Hund das Herz und die Nieren geschädigt werden. Es kann zu Bluthochdruck und Diabetes führen und Übergewicht belastet natürlich auch ungemein die Gelenke. Weniger bewegungsfreudig ist er nicht geworden, auch wenn er so aussieht, aber wir waren gerade eine schöne große Runde. Da sind die Hunde danach immer platt. Aber es kann natürlich dafür zu führen, dass ein Hund fauler wird. Und generell kann auch durch Übergewicht die Lebenserwartung gemindert werden. Deswegen achtet da auch drauf. Und wenn ihr, ja, das ist manchmal ein Problem, ne? Wenn man 24/7 mit so einem Hund zusammenlebt, dann checkt man das manchmal nicht, dass er zu viel auf den Rippen hat. Und ich habe bei dem Purina Expertenrat eine Anleitung gefunden, wie ihr ganz einfach rausfindet, ob euer Hund ein gutes Gewicht hat. Lege beide Daumen über die Wirbelsäule deines Haustieres und streiche mit beiden Händen über den Brustkorb. Bei idealem Gewicht sollten die Rippen leicht zu ertasten sein. Untersuche das Profil deines Haustieres. Von der Seite sollte der Bauch leicht hinter dem Brustkorb aufgezogen erscheinen. Und bei einer Überprüfung von oben solltest du eine Sanduhrform sehen. Und ansonsten kann euch natürlich euer Tierarzt, wenn ihr euren Hund sieht, viel besser Auskunft dazu geben, ob er sein Idealgewicht hat, untergewichtig oder übergewichtig ist. Auf den Seiten des Purina Expertenrats könnt ihr euch über eine Vielzahl von Themen wie Futterherstellung, Inhaltsstoffe und Gesundheit informieren. Hier wird auch mit Mythen aufgeräumt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass eine getreidefreie Rezeptur nicht bedeutet, dass das Futter einen höheren tierischen Proteingehalt aufweist? Und es ist auch nicht kohlenhydratfrei. Vielmehr wird die Kohlenhydratquelle Getreide dann mit einer alternativen Kohlenhydratquelle ersetzt, zum Beispiel Maniokwurzelmehl oder Erbsenstärke. Und weißt du direkt, was Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse bedeutet und wie Trocken- und Nassfutter für Hunde und Katzen überhaupt hergestellt wird? Diese und andere Fragen werden beim Purina Expertenrat beantwortet. Wenn dich sowas also interessiert, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link direkt dorthin. Naja, schauen wir mal, wie schnell ich das mit Bruno hinbekomme. Ich werde euch auf jeden Fall regelmäßig updaten und erzählen, wie viel wir schon geschafft haben. Wir haben zum Glück hier in der Umgebung auch einen Tierarzt, bei dem die Waage im Aufenthaltsraum ist. Da kann man mal schnell anhalten, den Hund auf die Waage stellen und wieder losfahren. Und Vorherbilder habe ich ja gerade eben gemacht. Dann können wir mal in ein paar Monaten vergleichen, was sich so getan hat. Ich bin auch sehr gespannt. Und apropos zunehmen, Gewicht und Essen. Ich habe Hunger. Ich glaube, Daniel hat währenddessen gekocht. Ich gehe mal gucken, ob er schon fertig ist. Es riecht nämlich schon richtig gut. Oh ja, es ist schon fertig. Chili sin carne mit einem großen Salat und einem Kräuterdip. Dankeschön. Bitteschön. Da draußen geht gerade die Welt unter. Ist schon ein bisschen Aprilwetter da. Jetzt kommt ihr beide hier angeschlingert. Es hagelt nämlich gerade. Ich habe gerade mal die Doggos hier reingeholt. Die beiden waren nämlich gerade noch auf der Terrasse, aber ich glaube, wenn es kalt ist und hagelt, wollt ihr auch nicht mehr draußen sein, hm? So, alle mal gebändigt. Bärbel war die letzten 2 Wochen läufig. Wir haben ja ewig darauf gewartet, wann das hier losgeht. Und es war bei ihr genau mit 12 Monaten soweit. Bruno kann immer noch nicht liegen bleiben, wenn ich filme. Und schubst mich jetzt hier mit dem Stuhl durch die Gegend. Das ist ja auch herrlich. Geh mal bitte runter. Naja, und dementsprechend turbulent war es hier bei uns die letzten 2 Wochen. Denn wir mussten die beiden natürlich trennen. Denn wir wollen ja keinen Nachwuchs hier haben. Wir hatten lange überlegt, ob wir vielleicht mit Bärbel mal züchten. Und ja, aber ich glaube mal eher nicht. Und mit Bruno und Bärbel zusammen wollen wir sowieso keinen Nachwuchs haben. Deswegen war das hier sehr viel Organisation die letzten Wochen. Ja, und es ist ganz gut, dass hier jetzt wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und ich Bärbel auch wieder mit zu mir nehmen kann. Und man muss sagen, die beiden haben sich schon sehr vermisst. Oh, ich muss da mal gucken gehen. Meine Tochter schläft gerade in einem anderen Zimmer. Das haben wir vor einer Woche zum ersten Mal angefangen. Und wir haben uns das Babyphone jetzt einfach eine Nummer teurer geholt. Ja, das funktioniert jetzt so, wie wir das wollen, sprich Elternstation und Kinderstation funktionieren mit Batterien, sind sehr zufrieden, Übertragung funktioniert einmal frei. Die ersten Tage bin ich immer gucken gegangen, ich konnte dem Babyphone einfach nicht vertrauen, aber jetzt weiß ich, es funktioniert super und schon bei den kleinsten geht's an und ich weiß, ich kann mich schon mal ready machen, könnte sein, dass ich gleich rüber muss.
Ein paar Tage sind mittlerweile wieder vergangen. Wir haben uns ja vorgenommen, mindestens einmal in der Woche einen Familientag zu machen. Das war bei uns gestern und das war richtig toll, denn man kann ja mittlerweile wieder überall rein und alles unternehmen. Und das haben wir gleich mal genutzt. Zum einen haben wir unseren Rasenmäher abgegeben, denn bei dem hat der Radantrieb letztes Jahr nicht mehr funktioniert und ich habe den hochschwanger ohne Radantrieb hier durch unseren 1500 Quadratmeter großen Garten geschoben. Vielleicht auch etwas sauer. Und keine Ahnung, warum wir den nicht schon vorher zur Reparatur gebracht haben, aber ist auch wurscht, wir haben es jetzt endlich angegangen und haben den eben am Freitag abgeholt, gestern, und haben uns gedacht, auf dem Rückweg können wir ja nochmal etwas Kultur genießen und uns vielleicht nochmal etwas Kulinarisches gönnen und sind zur Burg Roseburg hier gefahren in Weinstedt. Ja, alle Baustellen stehen bei uns gerade still. Also wir haben ja sowohl das hintere Zimmer nochmal angefangen auszuräumen und neu zu machen. Da warten wir jetzt eigentlich nur darauf, dass es ein bisschen wärmer wird. Denn wenn wir da verputzen, das hatten wir schon mal hier in der Küche, fällt uns der Putz, wenn es zu kalt und zu feucht draußen ist, nämlich wieder von der Wand. Deswegen warten wir da auf jeden Fall noch 1-2 Monate. Und draußen unser Vorgarten-Terrassenprojekt, das schlummert gerade auch noch so ein bisschen, denn es ist uns einfach ein bisschen zu ungemütlich draußen. Es regnet jetzt in den letzten Tagen immer wieder und ich möchte eigentlich nicht den Vorgarten gestalten, wenn es regnet. Zumal ich das ja auch so ein bisschen dokumentieren und filmen will und wenn das Wetter schlecht ist, funktioniert das nicht. Deswegen wundert euch nicht, dass das jetzt noch ein bisschen dauert. Und wenn ich so rausgucke, also die nächsten Tage wird es auch nicht, aber ich habe schon gelesen, dass es wärmer werden soll. Und dann gehen wir doch mal unser Vorgartenprojekt an, denke ich. Deswegen seid ihr auf jeden Fall gespannt und wundert euch nicht, es geht auf jeden Fall weiter, sobald es das Wetter zulässt. Ansonsten bin ich gerade so ein bisschen am Struggeln und auch so ein bisschen unzufrieden mit mir und der Situation. Ich habe seit ein paar Wochen so ein bisschen das Gefühl, dass ich allem hinterherhinke und für nichts richtig Zeit habe und alles so ein bisschen halbherzig mache, außer meiner Tochter. Da gebe ich mir natürlich sehr viel Mühe. Aber vielleicht ist das auch der Grund. Sie ist gerade im vierten Sprung und braucht sehr viel Aufmerksamkeit von mir, was ja an sich nicht schlimm ist. Aber ich sehe mich eben nicht nur in dieser Rolle als Mutter, sondern eben auch als Kreative, die auch super gerne arbeitet und super gerne an ihrem Business arbeitet. Und das kommt gerade so ein bisschen zu kurz und ich merke, wie mich das sehr unzufrieden macht. Und da müssen wir mal schauen. Mit Daniel habe ich schon gesprochen. Wir versuchen gerade das so ein bisschen aufzuteilen, dass er sie öfter übernimmt, soweit es geht. Gerade im Sprung ist das manchmal echt schwierig und sie braucht dann schon ihre Mama und das wollen wir ihr natürlich auch geben. Also alles, was sie braucht. Und ja, wir gucken mal, wie wir das so die nächsten Wochen hinbekommen. Auf jeden Fall müssen wir das besser organisieren. Die Anfangszeit haben wir das ja immer so alles so ein bisschen on the fly gemacht. Oh, jetzt brauche ich mal ein Stündchen, kannst du sie nehmen? Ja, aber jetzt brauche ich wirklich mal so Zeiten, wo ich weiß, jetzt kann ich mal was arbeiten. Denn ich habe wieder mal so viele Ideen im Kopf und ich bin aktuell wirklich nur noch damit beschäftigt, Dinge abzuarbeiten. Und Dinge abarbeiten macht einen als Kreativen wirklich nicht glücklich. Und ja, da hoffe ich mal, dass wir das in nächster Zeit ein bisschen besser hinbekommen. Das so ein bisschen als Ausblick und Einblick bei uns. Das so ein bisschen als Ausblick und Einblick bei uns. Ich denke mal, ich werde es dabei lassen, weil es für mich ganz gut ist im Moment, die Videos ein bisschen kürzer zu machen. So zwischen 10 und 15 Minuten peile ich im Moment an. Nicht mehr 25 Minuten bis eine halbe Stunde. Das macht sich einfach im Schnitt mega bemerkbar und dauert dann auch entsprechend länger. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Macht's gut, bis zum nächsten Video.